Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gartenkanal. Ich möchte euch heute mal meine Pflanzen präsentieren. Ja, und ich habe noch eine Menge vor mit euch. Ja, das werde ich euch in den nächsten Videos zeigen. Also gut. Als erstes zeige ich euch mein tropisches Terrarium. Der größte Haufen der Pflanzen ist selbst gezüchtet. Kommen wir nun zu dieser Pflanze hier. Das ist eine Banane, eine Essbanane, kann bis zu 4 Meter hoch werden, und ist gerade bei mir in der Winterpause. Ja. März fängt die dann wieder an, wenn ich Glück habe, ja, mit Austreiben. Gut. Die zweite Pflanze ist auch eine Bananensorte. Ist eine kleine Essbanane, wird ungefähr 1,5 Meter hoch. Ja. Und wie man auf der Seite sehen kann, fängt die schon an, wieder ein neues Blatt zu machen. Ja. Gut. Mit der nächsten. Leute. Das hier ist eine Strelitzia, ja. Die habe ich aus Teneriffa mitgebracht. Und ja, und die wächst momentan wirklich sehr prächtig. Ja. Ich habe die nochmal umgetopft, weil die ordentlich gewachsen ist die letzten Wochen. Und ja, zur Pflege soll gesagt sein von der Strelitzia, immer warm. Niemals, niemals unter 10 Grad stehen lassen. Die mag das überhaupt nicht. Gut. Das hier ist ein selbstgezogenes Mandelbäumchen. Und zur Pflege soll gesagt sein, die brauchen einen gut luftdurchlässigen Boden, die Mandel, ja. Und wie ihr sehen könnt, da kommen die ersten richtigen Mandelblätter. Ja. Als nächstes zeige ich euch mal die Sämlinge der Baumwolle, die ich ungefähr vor 2 Wochen zum Keim gebracht habe und sind jetzt ungefähr so gewachsen, der Stand hier. Also bis jetzt eigentlich noch sehr gut. Also ja. Baumwolle ist eine sehr, sehr wärmebedürftige Pflanze, ja. Die kommt aus Südamerika, ja. Und wird heute noch in Australien in großen Gebieten angebaut, ja. Und ich versuche einfach mal, die hochzuziehen für diese Saison. Gut. Die nächste Pflanze möchte ich euch zeigen. Das ist der Flamboyan und auch Flammbaum genannt. Er wächst heute wild in Teneriffa. Und er kann bis zu 17 Meter hoch werden. Und hat wirklich seinen Namen. Also, das ist wirklich sein Name. Also, sein Name stimmt wirklich. Also, er hat richtig rote, knallrote Blüten. Das sieht einfach nur geil aus, Leute, wirklich. Einfach nur geil. Und dieser Sämling, den habe ich aus Teneriffa mitgebracht. Also den Samen. Vor 2 Wochen in die Erde gesetzt. Und eine Woche ist er aufgequollen. Also gekeimt. Und jetzt in dieser Woche wächst er sehr, sehr gut. Ja. Es gibt dazu noch neue Updates. Ja, im nächsten Film. Gut, die nächste, das ist eine Papaya. Zu der Pflege soll gesagt sein, immer mit lauwarmem Wasser, also die Blätter gießen. So mache ich es und bis jetzt fühlt sie sich da sehr wohl, ja. So wie ich es gemacht habe.
Ja, und die Pflege unten ist, also die mag keine Nässe, also die Wurzeln kriegen sonst Schimmelfäule, weil das habe ich auch mal erlebt. Und ja. Ja, sie wächst wieder und ja, vor 2 Wochen hat sie nämlich aufgehört zu wachsen und jetzt geht es ihr wieder richtig gut. Ja. Ich habe ihr nochmal neue Erde gegeben, also nochmal umgetopft. Ja. Und Papaya, das ist einfach nur eine geile Pflanze, ja, wenn man sie richtig pflegt. Ja. Die nächste Pflanze ist eine Maracuja. Also eine ganz hübsche Pflanze. Und die fängt jetzt auch wieder an auszutreiben. Ich habe sie nämlich umgetopft, weil vor ungefähr einer Woche hat sie die Blätter hängen lassen, weil ich vergessen habe zu gießen. Leider, leider, ja. Das passiert mir eigentlich jetzt nicht mehr. Ja, zur Pflege soll bei ihr gesagt sein, ja. Gießen, ein ordentlich heller Standort. Da zeige ich euch mal was mit, wenn es darum geht. Ich habe da oben eine Pflanzenleuchte. Ich zeige euch mal, wie sie aussieht, wenn sie an ist. So sieht sie aus. Ja. Rot und blaues Licht, damit versorge ich die Pflanzen alle hier drinnen. Gut. Und ja, sie hat ungefähr vor einer Woche neues Blatt gemacht. Dieses hier. Dieses Blatt hier. Und ja, sie kriegt an der Spitze wieder ein neues. Gut. Hier habe ich spaßeshalber mal eine Bohne vor 2 Wochen gepflanzt. Also vorher habe ich die im Terrarium, also nicht im Terrarium, sondern im Gewächshaus, hier in diesem gelben Gewächshaus gehabt. Steht an der Heizung. Da soll übrigens gesagt sein, es darf niemals über der Heizung sein, ja. Also nicht direkt darunter, also falsch. Macht euch nichts draus, es passiert jeden Mal. Es darf niemals ganz nah an der Heizung sein. Also ich habe hier so extra dafür gesorgt, dass ich zwei hier habe. Genau, also dass die sozusagen die Luftfeuchtigkeit ja, gut halten können und ja. Ja, die Bohne wächst sehr gut, die treibt auf allen beiden Seiten aus. Hier einmal und da. Und ja, die zickt gar nicht rum. Das ist nur Spaß, also zusammen mit der Bohne, ja. Gut, als nächstes stelle ich euch einen Rizinusbaum vor. Den habe ich ungefähr vor 2 Wochen ausgesät und der wächst momentan Bombe. Also der hat ja ein kräftiges Wurzelwerk gemacht, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die zwei Sämlinge hier sind auch sehr kräftig gewachsen. Ich finde es einfach nur geil, wie die gewachsen sind. Hier kommen auch schon die ersten Blätter, ja, in der Mitte. Hier, der schon ein bisschen weiter. Ja. Also da gibt es auch um jeden Fall neue Updates von mir. Und hier habe ich noch ein paar schöne bunte Blumen für euch. Hier, das ist eine Kamelie. Zur Pflege soll gesagt sein, niemals unter 10 Grad hier. Das verträgt diese Pflanze nicht. Dann geht sie ein, das kann ich euch versprechen. Also niemals unter 10 Grad im Zimmer. Das hier ist auch eine Passionsblume, die hat im Sommer sehr gut geblüht und die treibt jetzt ordentlich kräftig wieder aus. Das sind alles die Neuaustriebe im Januar. Und hier kommt gerade ein ganz frischer neuer Trieb. Und ja. Das war schon mal der Anfang von meinem ersten Gartenvideo. Beim nächsten Video geht es darum, mit der Aussaat von der Paprikasorte California. Ja. Da werde ich euch auf den Stand halten, euch zeigen, wie man das macht. Und
Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.